Ich wollte nur ganz kurz was sagen. Ihr habt ja eben gehört von Marc selber, er ist viel in der Ukraine unterwegs gewesen, ist zwischendurch beziehungsweise im Donbass und hat dort unten auch sehr, sehr viel Filmmaterial, Originalmaterial mitgebracht und ist gerade dabei, ist am 11. Mai wieder im Filmstudio und ist kurz vor der Vollendung einer Dokumentation und wird ab Juni, Juli mit diesem Dokumentarfilm, wird er hier durch die verschiedenen Städte ziehen. Und natürlich werden wir das auch mit unterstützen, das Ganze, auch hier von Braunschweig aus, soweit wir das unterstützen können, ganz klar, machen wir. Marc hat auch eben gesagt, dass er auch am 9. in Berlin ist. Ich werde auch mit dem Motorrad, wenn schön Wetter ist, kommt Patricia mit. Nur wenn schönes Wetter ist, höre ich, ich komme auf jeden Fall, auch wenn schlechtes Wetter ist. Und ich bin einer von denen, ich habe zwei Flaggen bestellt. Ich habe eine russische und eine deutsche Flagge bestellt, obwohl ich die deutsche Flagge andersrum drehen werde. Und ich habe keine Angst, dass sie in meine Kette kommt, weil ich habe Kardanantrieb. Also von daher kann nichts passieren. Habe auch einen Fahnenträger hinten schon dran. Als ich die Maschine gekauft habe, war eine Amerika-Flagge dran. Das war das Erste, was ich abmontiert habe. Und jetzt kommen die beiden Flaggen dran zusammen. Und damit werde ich dann auch am 9. nach Berlin fahren. Wer noch mitfahren möchte, also wer noch irgendwie fahren möchte, können wir gerne auch von Braunschweig aus dann auch zusammen am 9. nach Berlin fahren. Also ich werde es dann am 9. mit unterstützen.